Das schreibst du ihm. Viel Erfolg. Das Leben geht weiter. Und ich schaue ab jetzt nach vorn. Das machst du genau richtig so. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Bis jetzt hat doch alles perfekt funktioniert. Sogar das Ablenkungsmanöver mit dem Taschendieb, das war absolut professionell. Solange der mal dicht hält. Er ist vertrauenswürdig. Können Sie sich darauf verlassen. Ich habe alles im Griff. Nein, Pauline trifft keine Schuld an der Entführung. Das Gleiche hätte dir oder mir auch passieren können. Woher willst du das denn wissen, wenn du gar nicht dabei warst? Schick sie weg. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen. Wenn Mila irgendwas passiert, dann ist das einzig und allein deine Schuld. Ihr Blut klebt an deinen Händen. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night. Stay. 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 Patricia. Mir tut das alles so schrecklich leid. Ich liebe Mila, als wäre es mein eigenes Kind. Und vielleicht steckst du ja mit den Entführern sogar unter einer Decke, weil du Leonard für dich alleine haben willst. Wow, 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 sowas würde Pauline niemals tun. Leonard, ich kann einfach nicht mehr. Hau ab! Hau einfach ab! Pauline, es tut mir leid. Ist schon okay. Ich habe so Angst. Ich werde mich in nächster Zeit verstärkt um dieses Sozialprojekt kümmern. Ja, die Sonnenbichlerin hat heute im Gemeinderat bereits darüber berichtet. Du wirst uns als Bürgermeister doch unterstützen, oder? Charlotte, für dich jederzeit und immer gerne. Aber ich kann mich schlecht gegen den Gemeinderat stellen. Die Ratsmitglieder beabsichtigen, Bichelheim familienfreundlicher zu gestalten. Und da ist so ein Heim für gefallene Mädchen eher kontraproduktiv. Aber diese jungen Menschen haben eine zweite Chance verdient. Ja, sicher, aber die können sie auch woanders finden, oder? Was frage ich dich überhaupt? Charlotte, man kann sie doch an die Nordsee schicken. Krabbenpool, Wattwürmer sammeln oder sowas. Wie konnte ich nur einen Moment die Hoffnung haben, du würdest Größe zeigen? Oh, Charlotte, es geht auch um den Fürstenhof. Was hat denn der damit zu tun? Seitdem wir den Preis für das beste Alpenhotel erhalten haben, richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf uns. Ja, und? Diese Mädchen sind solchen Luxus nicht gewöhnt. Vielleicht belästigen sie unsere Gäste oder nehmen Drogen im Park. Du wirst dich nie ändern. Du hast dich in letzter Zeit wirklich rührend um mich gekümmert. Aber jetzt, wo ich etwas Sinnvolles gefunden habe, das mich von diesem schrecklichen Ereignis mit Friedrich ablenkt, zeigst du mir diese ignorante Haltung. Charlotte, du hast doch weiß Gott genug am Bein. Willst du die damit noch belasten? Männer, Pfarrer Windgassen und ich, wir werden dieses Projekt hier in Bichelheim auf den Weg bringen, ob es dir passt oder nicht. Genau so einen Traummann wünsche ich mir auch. Da ist er doch. Von dem ist ja kaum noch was übrig. Möchtest du auch noch was trinken?
Danke. Es war wirklich ein total schöner Abend. Und ich habe fast nicht an ihn gedacht. Du wirst sehen. Irgendwann ist Goran... Ja? Hey, du kommst genau richtig. Hast du Lust auf eine romantische Komödie? Oder Traummann-Krümel? Ich bin müde. Danke. Alles okay? Gute Nacht. Oh, oh. Das sieht nach Ärger mit Leonard aus. Dabei war sie doch gerade so glücklich. Pauline Jentsch, Nachrichten nach dem Piep. Hi, Pauline, ich bin's. Ich hätte dich nicht einfach so wegschicken dürfen, aber... Ich wollte auch nicht, dass diese Situation weiter eskaliert ist. Es tut mir leid. Vielleicht sehen wir uns ja morgen. Früh. Allein. Ich liebe dich. Schlaf gut. Kannst du auch nicht schlafen? Ich frage mich die ganze Zeit, wie es Milo geht. Ob die Entführer sie gut behandeln. Das müssen sie. Sie wollen auch Geld von uns. Und das bekommen sie nur, wenn die Kleine wohlbehalten ist. Das würde ich so gerne glauben, aber... Es gibt so schlechte Menschen. Sie kommen zu uns zurück. Gesund. Hörst du? Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Das bist du. Ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich nicht selbst auf sie aufgepasst habe. Hey. Die ganze Zeit sehe ich die Kleine vor mir, wie sie weint und schreit und niemand ist da, um sie zu trösten. Hör auf damit. Weißt du, was du jetzt machst? Du gehst ins Bett. Du brauchst Ruhe. Schlaf ein bisschen. Wie denn? Kannst du nicht heute Nacht bei mir bleiben? Nicht falsch verstehen. Nicht in einem Bett. Gerade noch war alles so schön. Leonard und ich, wir waren so glücklich. Und ich kann ja auch verstehen, warum er mich weggeschickt hat. Aber es tut so weh, nicht für ihn da sein zu können. Es geht jetzt nicht um mich und um meine Gefühle. Das Einzige, was zählt, ist Mila. Hoffentlich passiert ihr nichts. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Ah, guten Morgen, gut, dass ich Sie treffe. Oh, das klingt ausnahmsweise erfreulich. Geht's um eine Gehaltserhöhung? Ich muss Sie bitten, das Gästezimmer zu räumen. Darf ich wieder in die Fürstensuite? Ich soll ganz ausziehen? Nein, 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 Sie können mich nicht rauswerfen. Ich habe einen Deal mit dem Fürstenhof. In Ihrem Arbeitsvertrag ist Ihnen zwar eine Unterkunft zugesichert, aber von einem Gästezimmer ist dabei nicht die Rede. Erbsenzähler. Wie bitte? Bislang hat sich noch niemand darüber beschwert. Seit der Preisverleihung sind wir ausgebucht. Ach Gottchen. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Wir können es uns nicht leisten, dass die Barkeeperin in einem unserer Gästezimmer logiert. Barchefin. Außerdem bin ich noch weitaus mehr. Schwiegermutter ihres Sohnes und Betriebsrätin. Ich weiß. Tut mir leid. Ah.
Die gute Charlotte würde mich lieber heute als morgen von hier vertreiben. Auch wenn es nur zu verständlich wäre, Charlotte hat damit nichts zu tun. Diese Entscheidung treffe ich als Anteilseigner und als Teil der Geschäftsführung aus rein wirtschaftlichen Gründen. Haben Sie schon vergessen, wie ich als Ihre Freundin... Scheinfreundin. ...Ihr Leben versüßt habe? Durch mich haben Sie sich Jahrzehnte verjüngt gefühlt. Gut, ich mache Ihnen ein Angebot. Mhm. Sie dürfen in den Personaltrakt ziehen. Die Zimmer sind doch nicht größer als eine Schuhschachtel. Finden Sie? Ja. Die Zimmer sind eigentlich für zwei Personen ausgestattet. Sie müssten sich das Zimmer nur mit einer Küchenhilfe teilen. Ich muss gar nichts. Dann suchen Sie sich endlich verdammt noch mal eine eigene Wohnung. Schönen Tag noch. Leonard, komm rein. Guten Morgen. Oh, du bist schon auf. Ich wollte die Frische ans Bett bringen. Womit habe ich das denn verdient? Das 11. Gebot. Du sollst deine Freundin verwöhnen, wenn es ihr schlecht geht. Und wie kommst du drauf, dass es mir schlecht geht? Hast du die Kristallkugel in meinem Zimmer nicht gesehen? Okay, sag. Streit mit Leonard. Mm-mm. Hast du Ärger mit einem Kunden oder einem Kollegen? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Sag schon, was ist passiert? Coco, ich komme schon klar. Daniel ist doch nicht abgereist und macht dir Ärger, hä? Mit ihm hat's nichts zu tun. Dann ist es Patricia. Pauline, komm, dein Ärger ist mein Ärger. Wenn sie sich wieder an Leonard dran macht, du kannst mit mir drüber reden. Bitte. Ich muss mich erstmal selber sortieren, okay? Alles klar. Aber du weißt schon, dass du mir vertrauen kannst. Ein bisschen schlafen kann. Kaum. Danke, dass du heute Nacht hier geblieben bist. Wir sind Milas Eltern. Ich denke, wir müssen hier zusammenhalten. Wenn ihr was passiert. Daran darfst du noch nicht mal im Traum denken. Dann hätte ich nichts mehr, wofür es sich lohnt zu leben. Patricia, bitte. Ich kann einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich drehe noch durch vor Sorge. Mein Gott, wenn sich diese verdammten Entführer doch einfach mal melden würden. Was ist denn? Okay, wegen gestern Abend also. Leonard, das Einzige, was mich gerade vor dem totalen Zusammenbruch bewahrt, ist die Gewissheit, dass du zu mir stehst. Wir beide... Ich habe Pauline weggeschickt, aber... Das war lieb von dir. Ja, das habe ich aber nur aus einem Grund gemacht, um die Wogen zu glätten. Pauline und ich, wir sind ein Paar. Und gerade in der jetzigen Situation brauche ich sie dringend an meiner Seite. Diese Frau ist für Milas Entführung verantwortlich. Was? Das hätte jedem passieren können. Ich hätte mein Kind nie alleine gelassen. Die einzigen Schuldigen an dieser Situation sind die verdammten Entführer. Stahl? Natascha, was ist los? Der Zettel war eindeutig. Wenn wir zur Polizei gehen, dann sehen wir Mila nie wieder.
Ich mache mir solche Vorwürfe, Coco. Ich glaube, das werde ich mir nie verzeihen, mein ganzes Leben nicht. Leon hat mir vertraut. Und ich habe sie allein gelassen. Ja, aber jeder hätte so reagiert. Und wer dem Dieb nachgelaufen ist, ist doch ein Reflex. Ja, ja, ich weiß. Ich sag mir das auch die ganze Zeit. Aber ich kann Leonard und Patricia nicht mehr in die Augen sehen. Macht sie dir Vorwürfe? Ja. Aber Leonard nicht. Er ist furchtbar lieb. Coco, du musst mir eine Sache versprechen. Kein Wort. Zu niemandem. Ich sag nichts. Mein Gott, wie kann man nur so kaltblütig sein und einen Säugling entführen? Das... Also, ich mochte Patricia nie, aber das wünscht man niemandem. Sie muss durch die Hölle gehen. Ja. Leonard auch. Ist, dass er sich nicht gegen seinen Gemeinderat stellt. Zum Glück haben wir noch eine andere Option offen. Das Kloster, in dem deine Schwester war. Ich habe vorhin mit der Mutter Oberin telefoniert und sie ist sehr angetan von unseren Plänen. Warte, Charlotte, das heißt, der Orden denkt über eine Art Trägerschaft nach? Sie schicken heute noch eine Schwester vorbei und die will sich genau informieren. Und wenn wir beide sie für unser Vorhaben begeistern können, wird sie die nächsten Tage hierbleiben und mit uns zusammen die ersten Schritte einleiten. Das ist doch großartig, dass das so schnell konkrete Formen annimmt. Ohne dein Engagement hätten wir das nie so schnell geschafft. Dankeschön. Weißt du, mir tut es unheimlich gut, mich für so eine sinnvolle Sache einzusetzen. Danke. Du hast gut, mein Schatz. Ja. Ich will auch ein Pferd sein. Wir haben nicht so viele Sorgen. Ja. Wir werden den ganzen Tag gefüttert. Ja. Hallo. Hallo. Wegen gestern, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hätte hinterherlaufen müssen. Nein, es ist schon okay. Mach dir keine Sorgen. Du und Patricia, ihr steht unter riesigem Druck. Es ist kein Problem. Haben die Entführer sich gemeldet? Komm her. Wir zwei. Wir müssen zusammenhalten, okay? Das musst du mir versprechen. Ja, du darfst auch mitmachen. Das verspreche ich dir. Und dir auch. Tut mir leid, aber der Herr Heinemann hat Urlaub. Ich könnte Ihnen allerdings einen Massagetermin bei seiner Vertretung anbieten. Heute Nachmittag um 16 Uhr. Ja, ist auch in Ordnung. Dann noch einen schönen Danke. Tag bis dahin. Wiedersehen. Ah, Herr Pfarrer. Herr Sambichler. Grüß Sie Gott. Die Charlotte hat mir erzählt, Sie erwarten Besuch aus dem ehemaligen Orden von Elisabeth Saalfeld. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Das ist so schade, dass Sie die Elisabeth nie kennengelernt haben. Sie war so ein liebenswerter, fröhlicher Mensch. Hoffentlich ist unsere Nonne das auch. Wir müssen sie nämlich von unserem Projekt überzeugen. Ja, dann drücke ich Ihnen beide Daumen. Herr Sonnbecher, als ich damals in Hamburg gearbeitet habe, da hatte ich mit einer zu tun. Eine vom alten Schlag, oder? Da herrschte noch Disziplin und Ordnung. Das können Sie laut sagen. Ich war ein totaler Chaot. Und Schwester Veronika, so hieß sie, die hat es total auf mich abgesehen gehabt. Sie war so sauer auf mich immer. Ja, aber das wird schon. Ich meine, Sie haben ja auch dazugelernt. Also, Herr Pfarrer. Alles Gute. Bis dann. Frau Dietrich. Hallo. Frau Dietrich, wie geht's Ihnen? Ach, ganz gut, danke.
Wie geht es denn mit meinem Patenkind? Ich würde Mila heute Nachmittag nämlich gerne besuchen. Sie ist leider krank. Ein andermal. Ja, Sie machen mir Spaß. Ja, ich brauche das Zimmer nicht erst in 2 Wochen. Ich brauche das sofort. Ja, tut mir auch leid. Gefällt sie nicht mehr am Fürstenhof? Heute ist wohl der Tag der Scherzkekse. Ihr Bruder hat mich rausgeworfen. Er braucht mein Zimmer für Gäste. Dass ich dem Fürstenhof zu neuem Glanz verholfen habe, dass die Gäste nur meinetwegen kamen. Tja, alles vergessen. Und was sagt Leonard Stahl dazu? Ich meine, Sie beide haben. Ich weiß wirklich nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll. Ich kann Werner doch nicht machen, Sie einfach so auf die Straße sitzen, ohne dass Sie was Neues haben. Mit einer Küchenhilfe teile ich mir bestimmt keine Schuhschachtel. Sie hätten ihn nicht so bühnenreif abservieren sollen. Als Pflegerin für einen alternden Casanova stehe ich nicht zur Verfügung. Hm. Vielen Dank. Ich bin ja nicht nur für meine Kochkünste berühmt. Ja, auch für die Kunst, anderen auf die Nerven zu gehen. Sie sollten vielleicht etwas netter zu mir sein. Ich habe vielleicht die Lösung Ihres Problems. Haben Sie vielleicht eine Wohnung für mich? Wenn das jetzt ein unmoralisches Angebot werden soll. Nein, danke. Wir haben ein Gästezimmer und solange Michael in Afrika ist, könnten Sie das haben. Und wenn er einverstanden ist, vielleicht auch länger. Wo ist der Haken? Gibt keinen. Und ich stand noch nie auf einer Bühne. Ich wollte nur helfen. Spielen doch nicht den barmherzigen Samariter ganz ohne Hintergedanken. Ich werde Sie weder belästigen, noch irgendwie anders zu nahe treten. Sie schwören? Bei meinen Kochtöpfen. Sie könnten noch heute einziehen. Ich packe meine Koffer. Dein Bruder erzählt, Mila wäre krank. Okay, dann ist das jetzt die offizielle Version, wenn uns jemand fragt. Ja. Leonard, wir müssen uns unbedingt an die Bedingungen der Entführer halten und dürfen kein Risiko eingehen. Ich weiß, und du musst mich nicht ständig daran erinnern. Gut. Vielleicht haben die Kidnapper uns ja eine Nachricht hinterlassen. An Leonard Stahl und Patricia Dietrich. Lösegeldforderung. Wie viel? 2 Millionen Euro. Wie kommen die darauf, dass wir so viel Geld hätten? Mila.
setzen? Geht. Erzählst es mir? Den Grund, warum es dir offensichtlich besser geht? Es hat mit einem Sozialprojekt für Mädchen zu tun, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Das ist eine wunderschöne Aufgabe. Klingt spannend. Wenn dir das in deiner Situation hilft, ich bin gern bereit, dich da zu unterstützen, wenn du das willst. Das Projekt lenkt mich etwas ab. Aber dass ich auf dich geschossen habe, wird mich immer verfolgen. Und dass du mich dazu gebracht hast. Hast du was von Leonard gehört? Er hat mich seit Tagen nicht besucht. Reagiert auch nicht auf meine Anrufe. Wahrscheinlich hat er viel um die Ohren. Ich hoffe, dass ich bald wieder fit bin, dann kann ich ihm was abnehmen. Jetzt konzentrierst du dich erstmal darauf, wieder gesund zu werden. Ich sage Leonard, dass er sich bei dir melden soll. Okay. Ich kann meine Lebensversicherung auflösen und einen Kredit beantragen. Aber das reicht hinten und vorne nicht. Ich war zufällig vor ein paar Tagen bei der Bank und hab mal gefragt, was ich so besitze. Oder vor dem Koma besaß. Du hast mir doch erzählt, dass du von deinem Großvater Aktien geerbt hast. Ja, ja, das haben die mir auch erzählt. Oh, das ist alles nichts mehr wert. Sag mal, du hast eine wohlhabende Schwester. Kannst du die nicht fragen? Wir dürfen niemandem etwas sagen. Ja, mein Gott, dann lass dir was einfallen, weshalb du das Geld brauchst. Barbara, durchschaut das sofort. Ich kann auch nicht lügen. Wir haben keine Wahl. Du musst es probieren. Ich rufe sie nachher an. Gut, dann rufe ich jetzt mal bei der Bank an und guck mal, wie viel Geld ich innerhalb von ein paar Tagen kriegen kann. Wir holen Mila zurück. Und wenn das Geld nicht reicht? Dann frage ich meinen Vater. Der kann in kurzer Zeit viel mehr mittelflüssig machen als ich. Was willst du ihm denn erzählen? Keine Sorge, ich werde Mila schon nicht gefährden. Aber er liegt doch noch im Krankenhaus. Mein Gott, mir wird schon irgendeine Geschichte einfallen. Leonard, ohne dich würde ich das alles nicht durchstehen. Herr Sonnbichler? Ja? Draußen steht ein Taxi. Ich habe keins bestellt. Fragst doch den Fahrer bitte, auf wen er wartet. Ich werde ihn fragen. Danke. So. Das war das allerletzte Stück Strudel. Ich hab's gehütet wie meinen Augapfel. Ach, Hildegard, ohne dich wird mein Hemd um den Bauch nicht spannen. So. Hier ist mein Zimmerschlüssel. Ziehen Sie aus? Rausgeschmissen hat er mich. Der feine Herr Saalfeld. Wie? Einfach so? Bringen Sie doch schon mal meine Koffer zum Taxi. Es hat sich erledigt, Peter, des Taxis für Frau Schwarzer. Na und wo wohnen Sie dann jetzt? Unter der Brücke. Was? Nein, nein. Ich habe vorübergehend was gefunden. Also dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum sagt mir eigentlich niemand, dass ein Gästezimmer frei wird? Peter, sind Sie bitte so nett und sagen Sie der Tina, sie soll es sofort zaubern. Ich suche sie. Also man kann ja sagen über die Schweizer, was man will, aber das ist doch wirklich hart. So von einem Moment zum anderen. Tja, nein. Na Gott sei Dank hat sie was gefunden. Sonst hätten wir ihr Gorans Zimmer anbieten müssen. Was? Du würdest die Natascha Schweizer bei uns wohnen lassen? Ja, entschuldige mal, wenn die in Not ist. Ja, aber du warst doch selber auf Charlottes Hochzeit und hast mitbekommen, was da los war.
Na, wissen wir, was passiert ist? Du, es hat alles seinen Grund. Aber irgendwas ist vorgefallen zwischen ihr und Charlotte. Und in diese Auseinandersetzung möchte ich lieber nicht hineingezogen werden. Es ist für alle Beteiligten besser, dass die gnädige Frau woanders untergekommen ist. Leonard ist jetzt erstmal damit beschäftigt, das Lösegeld zu besorgen. Ja, und? Genug Zeit und Gelegenheit, mich weiter an ihn ranzuspielen. Mila ist seit heute Morgen ziemlich unruhig. Sie weint sehr viel. Sie vermisst mich bestimmt. Ich komme vorbei, so schnell es geht. Ich muss Schluss machen. Ja, ich besorge Mila dann nochmal Fieberzäpfchen. Danke, Herr Doktor. Wiederhören. Ich hatte Latte Macchiato bestellt. Das ist Cappuccino. Verzeihung. Also, ich regel das. Danke. Verzeihen Sie bitte vielmals. Ich werde mich persönlich darum kümmern, dass Sie bekommen, was Sie möchten. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich habe gerade ein bisschen die Beherrschung verloren. Das war unnötig. Tut mir leid. Ich weiß, in welcher schlimmen Situation Sie gerade sind. Bitte? Egal, wie wir beide zueinander stehen. So etwas sollte niemand durchmachen. Aber das ist doch Quatsch. Ich brauche einen viel höheren Kredit. Ja, mein Gott, dann geben Sie mir bitte Ihren Vorgesetzten. Dann soll er mich zurückrufen. Ja, ja, danke. Wiederhören. Leonard, ich will dich gar nicht lange aufhalten. Du hast sicher viel zu tun. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Oh, wie geht's Vater? Etwas besser. Er würde sich freuen, wenn du mal vorbeischaust. Ja, das ist ganz gut. Ich wollte ihn sowieso noch was fragen. Ach, wie geht's eigentlich Mila? Man hört und sieht sie nicht. Sie ist gerade krank. Schläft ziemlich viel. Patricia war mit ihr beim Arzt. Oh Gott, hoffentlich geht's der Maus bald besser. Ja. Gib ihr einen Bussi von mir, ja? Das mache ich gern, ja. Und wenn du irgendwie Hilfe brauchst... Du, danke, das wird nicht nötig sein. Also, mein Angebot steht. Du hast ja wohl mitbekommen, unsere Buchungszahlen schießen momentan durch die Decke. Eine gute Gelegenheit, mein Gehalt zu erhöhen. Ich kann nicht mehr Zimmer vermieten, als wir haben, aber ich dachte mir, vielleicht können wir die Küche etwas effektiver gestalten. Hast du da ein paar gute Ideen? Gerade ganz schlecht. Morgen Vormittag? Ist noch schlechter, da will ich zu Nikolas Grab. Ja, ihr zweiter Todestag. Also wenn du heute Abend nicht alleine sein möchtest. Du, ich habe leider schon was vor. Ah, was denn? Damenbesuch? Was glaubst du, warum ich hier so aufräume? Du hast ein Rendezvous ausgerechnet am Vorabend von Nikolas Todestag? Es geht um einen Hausgast, der hier vorübergehend einziehen wird und den ich gebührend empfangen möchte. Eine reizende Dame, die bisher am Fürstenhof logiert hat, aber vom Herrn Ex-Direktor an die Luft gesetzt wurde. Du lässt Natascha Schweizer bei dir wohnen? An der Dame hast du dir schon mal die Zähne ausgebissen. Meinst du, diesmal wird es anders? Erstens lasse ich mich von Rückschlägen nicht entmutigen und zweitens hat sie keine große Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, dann mach dir schon mal auf ein paar heiße Ohren gefasst. Diesmal wird es definitiv anders laufen. Mhm. Okay, Lebensversicherungen sind 100.000. Kredit sind 250.000 oder mehr. Das Festgeldkonto sind 50.000. Ich krieg das nie zusammen. Frau Konradi weiß Bescheid. Worüber? Die Entführung? Bist du sicher? Sie hat mir ihr Mitgefühl ausgesprochen. Leonard, wir waren uns doch einig, kein Risiko einzugehen. Warum gibt es plötzlich Mitwisser? Ja, Patricia, bitte beruhig dich jetzt, ja?
Hast du es ihr gesagt? Was? Natürlich nicht. Dann war's Pauline. Klar. Die Conradi ist ihre beste Freundin, da musste sie es natürlich direkt weitertratschen. Mein Gott, woher willst du denn wissen, dass Frau Conradi es von ihr hat? Von wem denn sonst? Keine Ahnung, vielleicht hat sie was gehört, als wir uns darüber unterhalten haben. Ich bitte dich, das glaubst du doch selber nicht. Ich wusste es. Pauline kann man nicht vertrauen. Patricia, bitte! Wie können wir denn sicher sein, dass sich Frau Conradi oder wer sonst noch alles Bescheid weiß, nicht einfach verplappert? Dann erfährt es doch die Polizei. Und du weißt, was das bedeutet. Ich bin mir sicher, dass Frau Conradi es niemandem erzählt, sonst hätte es Pauline ihr gar nicht gesagt. Leonard, ich verstehe, dass du sie verteidigst, wirklich. Aber bitte versteh auch mich. Erst lässt sie zu, dass Mila entführt wird und jetzt... Alles, was sie tut, ist verantwortungslos. Ich rede mit ihr. Vielleicht ist es ja Pauline sogar ganz recht, wenn Mila gar nicht zurückkommt. Ein Problem weniger. Herzlich willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ein kleiner Gruß aus der Küche. Oh, wie nett. André, ich hoffe, Sie machen sich durch meinen Einzug jetzt hier nicht doch falsche Hoffnungen. Wir sind und bleiben Kollegen und für eine Zeit lang auch Mitbewohner. Da sind wir uns doch einig, oder? Selbstverständlich. Mitbewohner. Nicht mehr und nicht weniger. Auf unsere neue WG. Und darauf, dass ich im Bad immer den Vortritt bekomme. Da werden wir uns schon einig. Mit Michael und mir hat das immer problemlos funktioniert. Wir haben die Aufgaben immer geteilt. Sie haben ihn bekocht? Er hat sie verarztet? Genau. Ich war für das leibliche Wohl zuständig. Und er hat gebügelt, aufgeräumt und so weiter. Ach. Zauberhaft, wenn Männer sich zu helfen wissen. Und das wäre ab heute Ihr Part. Sag mal, musstest du Coco von der Entführung erzählen? Jeder Mitwisser vergrößert das Risiko, dass die Polizei davon Wind bekommt. Du bringst Mila in Gefahr, ist dir das klar? Leonard, ich habe es nicht in die Welt hinaus posaunt. Ich habe es Coco im Vertrauen erzählt. Warum weißt du überhaupt schon davon? Ich wollte es dir erzählen. Sie ist damit direkt zu Patricia gelaufen. Es tut mir leid. Ich war alleine gestern. Ich war verzweifelt. Ich habe jemanden zum Reden gebraucht und Coco war da. Es tut mir leid. Bist du dir sicher, dass sie niemandem davon erzählt? Auf jeden Fall. Sie hat mir geschworen, dass sie es für sich behält. Das hat bis jetzt super funktioniert. Bitte. Coco wird mit dieser Information vertrauensvoll umgehen. Ich lege meine Hand für sie ins Feuer. Ich kann nicht mehr dieses Warten, die Ungewissheit zu wissen, ob es Mila gut geht oder... Mich macht das wahnsinnig. Entschuldigung, sind Sie zufällig Schwester... Helene.
Charlotte Saalfeld. Ah, Frau Saalfeld, freut mich. Hallo, guten Tag. Helene. Meine Mutter hieß auch so. Nein, und meine mit zweitem Vornamen Charlotte. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist. Ich wollte nur noch schnell zum Friedhof, wenn Sie das nicht stört. Das stört mich gar nicht, das trifft sich wunderbar. Da komme ich mit. Die Mutter Oberin hat mich nämlich gebeten, diese hier am Grab ihrer Schwester abzulegen. Ach, wie schön. Sie haben Elisabeth also nicht vergessen. Es gibt so viele liebevolle Geschichten über sie. Sie muss ein ganz besonderer Mensch gewesen sein. Ja, das war sie. Und sie hätte sich sicher für dieses Projekt eingesetzt. Frau Saalfeld, haben Sie denn schon einen Bauernhof gefunden, auf dem Sie die Mädchen unterbringen können? Naja, wir können erst eine Immobilie kaufen, wenn Ihr Orden bereit ist, die Trägerschaft zu übernehmen. Dann sollten Sie so schnell wie möglich einen Makler mit der Suche beauftragen. Das heißt? Die Mutter Oberin hat sich entschlossen, das Projekt zu unterstützen, ja. Obwohl sie noch gar nichts Genaueres darüber weiß. Na, Ihre karitative Arbeit in der Elisabeth-Saalfeld-Stiftung ist doch schon mal eine gute Referenz für den Anfang. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und um wie viele Mädchen oder junge Frauen geht es denn? Also die Details müssen Sie nachher mit unserem Herrn Pfarrer besprechen. Er hat mich nämlich mit ins Boot geholt. Aha. Ich hab's, Hildegard. Ich geh mal. Frau Schweizer? Ja. Bitte, kommen Sie doch rein. Herr Sonnenbichler, störe ich? Frau Schweizer? Ich hab noch mal nachgedacht. Also, was meine Wohnsituation angeht. Ja, so eine anonyme Pension, das ist einfach nicht das Richtige für mich. Ich brauche Leben um mich herum. Leben? Ja. Und dadurch jetzt Herr Kalkbrenners Zimmer leer steht, da könnte ich doch jetzt hier ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Wir haben keine Pension mehr. Wir vermieten auch keine Zimmer mehr. Aber der Pfarrer, der wohnt doch auch hier. Und alle erzählen sich immer, was für gute Gastgeber sie sind. So hilfsbereit und großzügig. Wirklich, ich glaube, wir hätten eine ganz tolle Zeit hier. Ja, aber Frau Schweizer, Sie wissen doch, dass ich ein alter Freund von Charlotte Saalfeld bin. Also das stört mich gar nicht. Ja, aber Ihre Differenzen. Also mir käme das vor, als würde ich der Charlotte in den Rücken fallen. Sie hatten doch schon eine Bleibe. Das hat sich als unverschämter Abzocker herausgestellt. Tja, und sonst ist in ganz Bichelheim kein Zimmer frei. Zum Glück sind die Nächte jetzt nicht mehr ganz so kalt. Hätten Sie vielleicht wenigstens eine warme Decke für mich? Alfred, wir können doch die Frau Schweizer jetzt nicht einfach auf der Straße stehen lassen. Ja, mei, es tut mir ja auch leid, aber in dem Fall... Hier geht's um Nächstenliebe. Da ist ein Mensch in Not. Also gut, aber nur für eine Nacht. Oh, Sie sind ein Schatz. Sie natürlich auch. Ach, herrje. Draußen vor der Tür, da würden noch meine zwei Koffer stehen. Mhm. Wirklich sehr schwer. Alfons? Sehr gut, meine Süße. Die Mama ist wieder da. Hm? Jetzt wird mal geschlafen, okay? Und den Papi siehst du dann auch bald wieder. Schnellstmöglich, hoffentlich. Leonard und Paulina auseinanderzubringen, ist tatsächlich schwieriger, als ich dachte. Kennen Sie Leonard wohl doch nicht so gut? Die ganze Nummer war eine Schnapsidee. Und die Schuldgefühle, die Pauline sich macht, die sind völlig unnötig. Na, ihre Skrupel haben sie ja ziemlich spät.
War nie geplant, Pauline damit reinzuziehen. Das hat sie nicht verdient. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Und was ist, wenn durch die ganze Nummer Pauline und Leonard weiter zusammenrücken? Dann zieh ich die Daumenschrauben einfach noch weiter an. Und was wollen Sie noch machen? Den Druck auf die beiden Turteltäubchen so weit erhöhen, bis sie sich gegenseitig zerfleischen. Erpressung, Lösegeldforderung, Entführung. Was wollen Sie noch alles machen? Mein Repertoire ist noch lange nicht erschöpft. Und dann habe ich im Orden die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ja, dann sind Sie ja geradezu prädestiniert für dieses Projekt. So, da wären wir also. Wunderschön. Martin. Darf ich dir vorstellen? Das ist Lilly. Martin. Was? Ich bin jetzt Schwester Helene. Ihr kennt euch? Du musst das Lösegeld nicht alleine auftreiben. Ich helfe dir so gut ich kann, alles zusammenzukriegen. Das lieb von dir, danke. Ich kann zum Beispiel meine Anteile vom Fürstenhof beleihen. Die sind wirklich was wert. Ja, aber ich zahle dir alles zurück, ja? Oh ja, mit Zinsen. Ja, mit Zinsen. Mit Leonard-Zinsen. Ja? Für Sie, Herr Stall. Von wem? Das stand auf dem Konto. Danke. Sie halten sich nicht an unsere Forderung, sonst hätten Sie die blonde Bedienung nicht eingeweiht. Woher können die das denn wissen? Noch so ein Fehler und wir können für nichts mehr garantieren. Dies ist die letzte Warnung. Die Entführer wissen Bescheid. Was? Sie haben eine Nachricht geschrieben, dass sie möglicherweise Mila etwas antun, weil wir uns nicht an ihre Anweisungen gehalten haben. Wie haben die das denn mitbekommen? Ich kann das alleinige Sorgerecht für Mila bekommen. Patricia hat es mir angeboten. Für 2 Millionen? Der von der Friedhofsverwaltung meinte, sie hätten eine junge Frau an Nikolas Grab erwischt, wie sie die Pflanzen ausgerupft hat. Sie muss wohl verrückt gewesen sein. Ja, man hat sie des Friedhofs verwiesen, aber kurze Zeit später hat sie zum zweiten Mal versucht, zum Grab zu kommen. Das ist ja seltsam. Die schwören Ungarn ihre letzte Ruhe. Das haben sie leider ihrer Nichte zu verdanken. Ja.